sind sie. Die Erschwinderin. Das wird so. Ich wusste es. Ins Zentrum. Aha, du bist noch mehr. Das war's. Das ist für Rookwood. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Das war ein schwerer Fehler. Leviosa! Lumos! Leviosa! Reveli! Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun?
Die Aschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch, Lord Gok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, da bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe Dean gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Robert. Bleib hier! Ich bin ganz außer mir, Frau Dorf. Können wir uns im Innenhof treffen? Confrido! Bei dem Fliegenpilzmärchen musste ich als Kind immer wirken. Schwerer, als es mir lieb wäre. Robust? Thank you.
Ich kenne keine Fälle. Schön, dass Sie hier sind. Den Mut, in den Wald zu gehen. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist 13. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir.
Wer hier wohl gelebt hat. Ah, Upper Hogsfield. Schade, dass Barolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem... Verzeihung, haben Sie gerade Barolf Bowman erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Barolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum sollte Barolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Barolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Barolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Barolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ach, ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Barolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie kam Ihr Bruder Barolf nach St. Mungo? Ach, Barolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Barolf standhaft. In ihren Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus.
Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Badolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Willkommen in Upper Hawksfield. Bezauberndes Dorf. Aber sagen Sie das den Bewohnern von Lower? Schön, dass du mal vorbeikommst. Eins von Renrocks Lagern. Genau wie mein Bruder sagt. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Sein Streitkampf. Bringen wir es hin. Da ist jemand. Ein lästiger Mensch. Du wirst bereuen, hier zu sein. Komm, bring ein Anhänger weniger, Renrock. Ein Lager erledigt, eins übrig. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Upper Hawksfield. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen.
Sie haben sie davongejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Danke für Ihren Besuch. Nun seien Sie doch nicht so geizig. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke. Mein Aiden, ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Sieht interessant aus.